Das Erste, was meine Frau und ich machen, wenn wir ein neues Restaurant ausprobieren, ist auf der Dessertkarte nach Crème Brûlée zu suchen. Denn das ist unser absolutes Lieblingsdessert. Wir probieren das heute mal selber zu machen. Sabalätzchen an und los geht's. Viel Spaß. Crème Brûlée wird ja meistens in solchen Keramikschälchen serviert. Das machen wir heute auch, um auf Nummer sicher zu gehen, dass es auf jeden Fall was wird. Und als Alternative habe ich mir überlegt, wir machen heute mal wieder ein bisschen was anders. Hier habe ich eine Orange, hier habe ich eine Ananas. Das wird parallel dazu heute mal unsere Schale. Mal gucken, ob das auch funktioniert, dass wir das in der Schale der jeweiligen Frucht hinbekommen. Anfangen tun wir ganz normal mit unserer Creme. Dazu habe ich hier schon mal 600 Milliliter 3,5% Fettmilch. Die genauen Mengen und die genauen Zutaten habe ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da findet ihr das Rezept zum Download als PDF. Im Rezept, ich habe jetzt heute die dreifache Menge, weil ich wie gesagt ein paar Variationen ausprobiere. Im Rezept verlinke ich euch die einfache Menge. Das sind dann ungefähr 4 kleine Portionen. Also wir starten einfach mal, wie gesagt, 600 Milliliter Milch. Und dann habe ich hier 2 Vanilleschoten. Die trennen wir jetzt einmal in der Mitte auf und dann kratzen wir uns das Mark daraus und geben das zu unserer Milch in den Topf. So, und auch von der zweiten Vanilleschote nehmen wir das Mark mit rein und dann geben wir die Vanilleschote selber auch noch mit in unsere Milch. Und das Ganze kochen wir jetzt erstmal bei mir in dem Fall auf der Seitenkochplatte auf, bis es leicht köchelt und dann sehen wir uns hier am Brett wieder. Und so schnell kann das gehen, unsere Milch ist schon aufgekocht. Die lassen wir jetzt noch mit Deckel drauf ungefähr 5 Minuten ziehen und auch die Vanilleschoten lassen wir da noch mit drin. Dann können die nochmal richtig schön ihr Aroma in die Milch abgeben. Während das jetzt nochmal durchzieht, kümmern wir uns um unsere Alternativschälchen. Ich habe ja gesagt, wir probieren es heute einmal mit einer Orange aus. Die schneiden wir uns erstmal auf. Und jetzt habe ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht, wie halbierst du die am dümmsten? Wenn ich die jetzt so halbiere, wie ich sie normalerweise halbieren würde, nämlich einfach hochkant stellen und hier durchschneiden, habe ich diesen Teil bzw. diesen Teil unten. Da das ja der Strunkansatz ist, vermute ich, dass der eher durchlässig für Flüssigkeit ist als die Haut selber. Also werden wir es so aufschneiden, dass wir durch den Strunkansatz durchschneiden und dementsprechend hier unten auf der Unterseite, wo das Ganze dann drauf oder drin liegen wird, die Schale haben, in der Hoffnung, dass die weniger flüssigkeitsdurchlässig ist. Jetzt kratzen wir uns mit dem Löffel, nee, nicht mit dem Löffel, sondern mit so einem, ja, mit so einer kleinen Saftpresse. Probieren wir mal, ja, die ist natürlich eine Nummer zu klein. Probieren wir uns mal da so gut wie möglich den Saft rauszuquetschen. Den gibt es dann morgen früh zum Frühstück. So, und dann holen wir uns mit einem Löffel das Fruchtmark da unten raus, denn wir wollen ja nur die Schale haben, die uns dann als Form dient. Seid beim Auskratzen schön vorsichtig. So sieht das Ergebnis dann aus, wenn es fertig ausgekratzt ist. Möglichst restlos, dass auch von dieser weißen Haut, die auf der Orange, wenn ihr die schält, drauf ist, möglichst nicht mehr viel in der Schale drin ist. Denn wenn ihr das nachher auslöffelt, die fertige Crème Brûlée, dann ja, glaube ich, ist das eher störend, wenn ihr da auf diesen weißen Fäden rumbeißt. Das heißt, die ersten beiden Schalen sind schon mal vorbereitet. Zweite Variante, die wir neben der Originalvariante machen wollen, war ja die Ananas. Für die Ananas werden wir die genauso halbieren, aber der Länge nach. Das heißt, einmal durchschneiden und ich schneide hier oben diesen Ansatz jetzt mit durch, weil ich finde, das ist optisch einfach cool, wenn das nachher da noch mit dran hängt. So, da haben wir unsere halbierte Ananas, da brauchen wir nur eine Hälfte von. Die andere snacken wir heute Nachmittag schön zum Kaffee weg. Und die müssen wir uns jetzt auch erstmal aushöhlen und dabei wieder möglichst die äußere Haut heile lassen. Ich ritze mir die jetzt ein bisschen ein, um den Strunk herum. Mache dann hier so ein Schachbrettmuster rein und versuche das dann auch wieder mit dem Löffel rauszuholen. Wichtig bei der Ananas, denn wir wollen ja nicht, dass uns die restliche Flüssigkeit hier drin gleich unsere Creme verwässert und die Creme gegebenenfalls nicht stockt. Also guckt, dass ihr möglichst diese ganzen kleinen Härchen und restlichen Fruchtmarkstücken mit rausholt mit der ganzen Flüssigkeit. Passt aber gleichzeitig auf, dass ihr nicht durch die Ananas durchpiekst, damit wir nachher kein Loch drin haben. Das ist soweit vorbereitet.
So sieht unsere Formvariante 2 aus, wenn sie fertig vorbereitet ist. Geben wir zur Seite und dann können wir uns jetzt um unser Milch-Vanilleschoten-Gemisch kümmern. Da nehmen wir jetzt als erstes die Vanilleschoten wieder raus und dann geben wir da rein 750 Gramm Sahne. Wie gesagt, ich mache das dreifache Rezept, bei euch reichen dann 250 Gramm Sahne. Und der dritte Becher Sahne. Und das Ganze lassen wir jetzt unter ständigem Rühren nochmal leicht aufkochen. Also wir erwärmen das, ohne dass es anfängt zu köcheln. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier am Brett. Und solange wir unser Milch-Sahne-Gemisch jetzt nochmal erwärmen, kümmern wir uns schon mal um unser Eigelb, was wir dann gleich noch mit dazu mischen. Ich habe hier 12 Eigelb und ich habe hier 210 Gramm weißen Zucker. Und den Zucker geben wir jetzt unter ständigem Rühren zu dem Eigelb dazu und schlagen das so ein bisschen schaumig. Und dann können wir auch das Sahne-Milch-Gemisch vom Herd nehmen, von der Flamme nehmen. Und das lassen wir jetzt mit Deckel drauf auch wieder eine Runde abkühlen, denn wenn wir das so heiß in unser Eizuckergemisch machen würden, würde das sofort anfangen zu stocken. Und das wollen wir nicht. Also kurz abkühlen lassen, Deckel drauf, damit sich keine Haut bildet, damit wir eine schöne homogene Flüssigkeit haben. Die Zeit können wir nutzen, um unser Eizuckergemisch noch ein bisschen schaumiger zu schlagen. Und wenn das dann soweit ist, dass wir das dazugeben, dann hole ich euch wieder mit dabei. Gute 20 Minuten hat unser Sahne-Milch-Gemisch jetzt abgekühlt und es ist die Zeit gekommen. Es dampft nicht mehr oder nicht mehr so viel, wenn wir den Deckel anheben. Das heißt, jetzt können wir es zu unserem Eizuckergemisch geben. Ich gebe das jetzt hier so schlückchenweise dazu und verrühre das dann so lange, bis wir alles miteinander vermischt haben. Alles ist schön flüssig geblieben, nichts hat gestockt. Milch-Sahne-Gemisch hatte also genau die richtige Temperatur. Jetzt füllen wir unsere Förmchen. Wir fangen mal mit unseren Keramikschälchen an. Dazu Schöpflöffel und einfach hier so eine Portion rein. Und füllt die bis knapp unter den Rand, denn das sackt, wenn das zusammenstockt, sackt das noch ein bisschen nach. Also, da kann noch ein bisschen was rein. So, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist eben knapp bis zum Rand gefüllt ist. Einmal zur Seite, zweites Schälchen, gleiches Spiel. Und jetzt kommt der spannende Moment, Orange. Jetzt bin ich gespannt, ob die Schale das Ganze aushält, wenn wir das hier einfüllen. Also das Einfüllen wird sicherlich aushalten, aber ich bin gespannt auf den Garprozess nachher gleich. So, auch die füllen wir knapp bis zum Rand. Jetzt will ich hoffen, dass es so stehen bleibt, ohne dass es umfällt. Dann stellen wir es hier in die Saftrille rein, da bleibt es auf jeden Fall stehen. Gleiches Spiel mit der zweiten Hälfte. Und damit wir die jetzt gleich auf den Grill stellen, lassen wir die beiden Varianten im Wasserbad stocken. Das heißt, ich habe hier so GN-Behälter vorbereitet, da geben wir die beiden jetzt erstmal rein. Einmal die beiden Keramikschälchen und auch unsere Orangenschalen. Dann habe ich hier vorbereitet schon mal kochendes Wasser und damit gießen wir den GN-Behälter jetzt auf, dass die so ungefähr zu 2/3 mit Wasser bedeckt sind. Und das gleiche machen wir hier unten mit unseren Keramikschälchen. Auch so ungefähr zu 2/3. Das Ganze geben wir dann so wie es ist in den indirekten Bereich und lassen es auf dem Grill stocken. Da gehen wir dann gleich rüber. Und für unsere Ananas, falls da irgendwas durchsuppen sollte, habe ich keine Lust, dass wir uns den ganzen Grill versauen. Die geben wir in so eine Konsistform. Gibt es beim schwedischen Möbelhaus eures Vertrauens. Und da rein geben wir jetzt, so wie eben auch schon, unsere Masse für unsere Creme Brûlée. Und die wiederum geben wir jetzt aber nicht ins Wasserbad, sondern die setzen wir, so wie sie sind, in den indirekten Bereich auf den Grill. Und das zeige ich euch jetzt. Kommt mal mit. Deckeltemperatur 150 Grad, indirekte Hitze. Die beiden äußeren Brenner sind an. Die in der Mitte sind entsprechend aus. Und auf die in der Mitte geben wir jetzt unsere Konsistform mit der Ananas unten rein. Die passt da genau schön dazwischen. Und oben auf die indirekte Hitze geben wir unsere beiden Gastrobehälter mit der Orangenschale und die andere entsprechend mit den Keramikschälchen. So. Das Ganze lassen wir jetzt so ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde stocken, bis es noch leicht, ja flüssig nicht, aber es ist noch beweglich. Das zeige ich euch dann nachher.
Und dann geben wir das Ganze in die Kühlung. Und in der Kühlung wird es dann erst so richtig fest. Also bis gleich. Nach einer Stunde sieht unser Ergebnis dann jetzt so aus. Unten unsere Ananas, wie ihr seht, wenn wir dran wackeln, es ist noch flüssig. Die lassen wir auf jeden Fall noch ein bisschen drauf. Gehen wir mal nach oben auf unsere Keramikschälchen. Wenn ich hier drauf drücke, dann seht ihr schon, das ist wesentlich fester, als das unten bei der Ananas der Fall ist. Das heißt, die sind soweit fertig, die können wir runternehmen. Gucken wir nochmal nach unserer Orange. Da haben wir so ein Zwischending zwischen dem Ergebnis Ananas und zwischen dem Ergebnis Keramikschälchen. Auch die nehmen wir jetzt schon mal runter. Der Ananas geben wir noch ungefähr eine halbe Stunde. Die Orange und die Keramikschälchen lassen wir jetzt komplett auskühlen. Dann geben wir die für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank und dann geht es weiter, wenn wir das Ganze flambieren. Mit der Ananas, wie gesagt, noch eine halbe Stunde lassen wir die auf dem Grill, danach auch die auskühlen lassen, mindestens 2 Stunden mit dem Kühlschrank und dann wird auch die noch flambiert und das zeige ich euch dann wieder, wie das funktioniert. 3 Stunden war unsere Crème Brûlée jetzt in der Kühlung und wir gucken mal gemeinsam drauf, wie es jetzt aussieht. Wir fangen mal mit dem Keramikdippchen an. Wenn ich da dran wackel, da bewegt sich so gut wie nichts mehr. Genauso wie eine Crème Brûlée sein muss, alles schön fest. Im Vergleich dazu, ich habe ja den Rest, den wir nicht mehr in unsere Früchtehälften bzw. in die 2 Keramikschälchen gefüllt bekommen haben, mal ganz klassisch im Backofen drin gemacht. Das habe ich hier rechts vorbereitet. In einer ganz normalen Auflaufform, bei 150 Grad im Backofen. Das Ergebnis sieht so aus optisch, auch da alles fest, wackelt nichts. Im direkten Vergleich dann wiederum dazu gucken wir mal unsere Ananas an. Auch hier, Oberfläche sieht ganz gut aus, wenn ich dran wackel, noch leicht beweglich, also wackelt noch ganz, ganz leicht. Wir gucken gleich mal im Geschmack, ob wirklich alles durchgestockt ist. Und jetzt, ich hatte gehofft, es wird mein Favorit. Aber leider muss ich sagen, die Ananas, auch weil sie noch, oder trotz dessen, dass sie noch eine halbe Stunde länger drauf war, ihr seht schon, wenn ich sie anhebe, da ist noch alles ziemlich flüssig und auch unten in der Schale hat sich die Flüssigkeit abgesetzt. Ich vermute, auch die halbe Stunde, die wir ihr noch länger gegeben haben, hat nicht gereicht, dass alles durchstockt. Ihr seht es aber hier oben am Grünzeug und am Strunkansatz, viel länger hätte ich sie nicht mehr auf dem Grill lassen können, sonst wäre mir der Strunk tatsächlich verbrannt. Auch die Schale als solche ist ziemlich eingegangen hier, wie ihr seht, durch die viele oder lange, längere Hitze. Das heißt, das war echt das Maximum. Ich vermute, das hat nicht geklappt. Aber wir flambieren das Ganze jetzt erstmal und dann probieren wir. Zum Flambieren bisschen braunen Zucker, 1 bis 2 Esslöffel drüber und noch so einen kleinen oben drüber, damit wir alles bedeckt haben. Und dann habe ich hier so einen Flambierbrenner oder so einen Lötbrenner oder wie auch immer ihr dazu sagt. Und damit unter ständiger Bewegung, damit uns der braune Zucker nicht verbrennt, karamellisieren wir das jetzt. Wie gesagt, ständige Bewegung, sonst haben wir an einer Stelle zu starke Hitze. So lange, bis der braune Zucker schmilzt und so eine richtig schöne Karamellkruste oben drauf bildet. So sieht unsere Karamellkruste dann fertig flambiert aus. Das mache ich jetzt mit allen vorbereiteten Dippchen und dann seid ihr zum Probieren gleich wieder mit dabei. Fertig flambiert und angerichtet sieht unser Teller dann so aus. Alle 3 Varianten haben ihren Platz gefunden. Die Ananas, die Orange und die Variante in der Keramikschale. Jetzt wird probiert. Ich freue mich schon mega. Anfangen werde ich aber einmal mit der Originalversion aus dem Ofen, damit ich weiß, ob die anderen geschmacklich genauso sind. So ist ja das Originalrezept. Wir gucken einmal auf die Kruste. Richtig schön fest geworden. Dann nehmen wir uns hier mal ein Stückchen raus. Oh, geil. Diese Krustenblättchen. Oh, mega. Oh, ich freue mich schon so. Schmecke lasse. Guckt euch das an. Boah, ist das mega, mega geil. Genauso muss eine Crème Brûlée schmecken. Geil. Gleich nochmal. Auf euch. Schmecke lasse. Gut. Originalversion aus dem Ofen. Gelungen. Hätte noch ein bisschen länger in der Kühlung bleiben können. Ist noch relativ weich. Gut, geschmacklich hervorragend. Testen wir als nächstes im direkten Vergleich dazu,
ob die Version Keramik, also Original-Vorgehensweise, aber nicht im Ofen, sondern auf dem Grill, genauso geklappt hat. Einmal die Deko beiseite, auch hier. Und auf euch, Schmeckelasse. Geil. Genauso fest, beziehungsweise noch nicht ganz fest, wie die Version aus dem Backofen. Hätte also auch noch ein bisschen kühler sein können, beziehungsweise länger im Kühlschrank bleiben können, aber geschmacklich genauso geil. Mmh. Mega. Heißt also, sofern ihr das in der Keramik macht, die anderen Varianten testen wir gleich noch, ist es das gleiche Ergebnis und ihr könnt eure Gäste mit einer Creme Brûlée vom Grill als Dessert überraschen. Womit machen wir weiter? Nehmen wir die Orange. Auch hier haben wir eine richtig schöne, feste Karamellkruste hinbekommen. Und jetzt bin ich gespannt, wie es innen drin aussieht. Ihr seht es schon auf dem Löffel. Es ist genauso fest wie die anderen beiden Varianten. Also scheinbar hat es mit dem Stocken in der Orange super funktioniert, wenn ich das so ein bisschen hin und her drehe in der Orange. Da bewegt sich nichts mehr, da fließt nichts mehr raus. Alles bestens. Schmeckelasse. Boah. Das ist ja mega geil. Ganz, ganz leicht kommt noch dieser orangige Geschmack mit raus. Boah, mega. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, nachdem wir ja so viel von dem Fruchtfleisch rausgeholt haben. Das ist geil. Das ist richtig geil. Das Ding ist gleich leer. Oh, ist das mega. Boah. Bisher mein Favorit. Aber wir haben ja noch die Variante Ananas. Und da bin ich jetzt echt gespannt, wie fest oder flüssig die Füllung geworden ist. Ich kann sie nicht hochheben, so wie ich sie euch eben gezeigt habe, denn sonst bricht sie mehr oder weniger auseinander, daher einmal im Liegen. Auch hier haben wir eine richtig schöne Karamellkruste hinbekommen. Brechen die einmal auf in der Mitte, holen uns ein Stück raus. Ja, und ihr seht schon, also auf dem Löffel, okay, da ist es genauso wie eben, aber in der Ananas selber, ich zeige es euch gleich mal. Geschmacklich zwar genauso hervorragend, aber in der Ananas selber, wie ihr seht, flüssiger als eben die Varianten. Na gut, Vorführeffekt, es bleibt natürlich da liegen, wo es ist. Es ist definitiv leicht flüssiger. Ihr seht, ich riskiere es jetzt trotzdem mal, sie hochzuheben. Ihr seht, wenn ich die hin und her bewege, wie das da noch alles am Wabbeln ist. Also, ich weiß nicht, ob es wirklich durchgestockt ist. Ich vermute es eher nicht, weil durchgestockt definiere ich anders. Es schmeckt auf jeden Fall hervorragend. Also, wir haben ja rohe Eier drin. Wenn ihr wisst, wo die Eier herkommen, beispielsweise Bio-Eier oder wie bei uns, unsere Freunde haben Hühner, bei denen besorgen wir uns die Eier, dann könnt ihr das durchaus so verzehren. Wenn ihr nicht wisst, wo die Eier herkommen, dann würde ich euch empfehlen, macht es nicht in der Ananas, nutzt entweder die Keramikschale oder nutzt die Orange, wenn ihr was anderes machen wollt. Mein absoluter geschmacklicher Favorit. Mega geil, dieser ganz leichte Orangengeschmack dabei. Heftig, heftig geil. Jetzt ist das Ganze echt noch zu einem richtigen Testvergleich geworden. Das war gar nicht so beabsichtigt, aber mega cool. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Bei uns ist jetzt Nachtischzeit angesagt. Ich wünsche euch viel Spaß, auch mit meinen bisherigen Videos und mit meinem nächsten Video. Ciao, ciao.